Das Kronjuwel der Cottbuser Landschaftsparks und ein Gartenkunstwerk von Weltruf ist der Branitzer Park, dem zweiten großen Lebenswerk des Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Der Weltenbummler, Literat und passionierte Landschaftsgestalter schuf hier einen Park, dessen Schönheit und Harmonie seine Besucher heute verzaubert. Das beeindruckendste Bauwerk dieses Parkes ist mit Sicherheit die sich majestätisch aus einem See erhebende Wasserpyramide, auch Seetumulus genannt, wo Pückler 1871 seine letzte Ruhestätte fand. Auch das kleinere Pendant zu Land, die stufenförmige Landpyramide, ist ein beliebtes Fotomotiv. Die imposanten Bauwerke wurden aus dem Erdaushub modelliert, welche für die künstlich geschaffenen Gewässersysteme des Parks ausgehoben wurde. Hermann Fürst von Pückler und später sein Neffe Heinrich schufen eine Art Bildergalerie, die dem Betrachter eine Folge dreidimensionaler Gartenbilder präsentiert. Ein Meisterwerk der Gartenkunst. Mitten im Park steht das Schloss Branitz. Ursprünglich um 1772 im spätbarocken Stil erbaut, ließ Pückler es von Gottfried Semper, dem weltbekannten Baumeister der Dresdner Semperoper, umbauen. Dem Schloss gegenüber liegen der Marstall und das Kavaliershaus. Zwischen beiden Gebäuden befindet sich die Pergola mit Reliefs des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen. Weiterhin bemerkenswert im Park ist die historische Schlossgärtnerei mit dem Ananashaus. Der Branitzer Park bietet somit eine vielseitige Komposition für die Sinne. Ein Parkkunstwerk zum Erfahren, Träumen und Genießen. Cottbus ist nicht nur bei Städtetouristen, sondern vor allem bei Radwanderern ein beliebtes Reiseziel. Gleich mehrere Radwanderrouten kreuzen die Stadt, wie der Spree-Radfernwanderweg, der Gurkenradweg, der Fürst-Pückler-Radweg, um nur einige zu nennen. Ebenfalls beliebt sind bei Pedalrittern die thematischen Tagestourangebote rund um Cottbus. Dass sich eine Stadt mit so viel idyllischen Parks und Grünanlagen den Zukunftsfragen rund um den Erhalt unserer Umwelt und der effizienten Energiegewinnung besonders widmet, verwundert nicht. An der 1991 gegründeten Brandenburgischen Technischen Universität stehen die zukunftsrelevanten Fragen im Mittelpunkt. Über 5600 Studierende
und etwa 600 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland widmen sich den Hauptforschungsthemen Umwelt, Energie, Material, Bauen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien. Voller Energie stecken die Macher von Cottbus schon seit langer Zeit. In der Lausitz wird seit vielen Jahrzehnten aus dem schwarzen Gold, der Braunkohle, der wichtigste Lebenssaft unserer modernen Zivilisation gewonnen. Die Stromerzeugung wird in der Lausitz von der Vattenfall Europe AG realisiert, die in Cottbus mit einem seiner Verwaltungszentralen präsent und der wichtigste Arbeitgeber in der Lausitz ist. Von der umweltgerechten Verstromung bis zur Gestaltung der Tagebaufolgelandschaften bündeln viele kluge Köpfe ihre Energie zur Entwicklung neuer Technologien und nachhaltiger Nachnutzungskonzepte von hoher Umweltqualität. Rund um Cottbus entstehen zahlreiche Informationszentren, die Einblicke in den Tagebaubetrieb von heute und die Umwandlung in Freizeitoasen von morgen ermöglichen. Cottbus ist ein idealer Ausgangsort für Tagesausflüge in den wildromantischen Spreewald, zur Slawenburg nach Radusch oder in den größten Rhododendron-Park Deutschlands in Kromlau mit der nostalgischen Waldeisenbahn oder in den zweiten Landschaftspark Hermann Fürst von Pücklers in Bad Nussgau mit seinem in alten Glanz erstrahlenden Schlossensemble. Städteausflüge sind von Cottbus aus in die deutsche Hauptstadt Berlin, in die europäische Barockhauptstadt Dresden oder in die schöne Renaissance-Stadt Görlitz zu empfehlen. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. So einfach. Und wann sehen wir uns wieder in Cottbus? In dieser grünen Pyramidenstadt voller Energie. Der Cottbuser Postkutscher möchte Sie in seiner Stadt verführen. Willkommen zu Ihrer Live-Entdeckungstour in Cottbus, der deutschen Stadt tief im Osten, wo die Sonne erscheint und die so Vielfältiges in sich vereint.